Ja, hallo und herzlich willkommen zum nunmehr fünften Teil von Let's Play Rome 2 Emperor Edition. Beim letzten Mal hatten wir ja versucht, weiter nach Spanien vorzudringen. Es ist uns ja gelungen, insgesamt Saguntum und Tarraco einzunehmen, die vorher im Besitz des Lepidus waren. Beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnert, haben wir versucht, gen Nova Karthago oder Neu-Karthago zu marschieren. Leider sind wir während des Marsch von den Legionen des Lepidus aufgehalten und geschlagen worden. Dementsprechend jetzt hier zwei neue Legionen, die es gilt weiter auszubauen, um dann einen neuen Angriff zu starten. Gut, wir haben jetzt hier in Saguntum eine Flotte stationiert, plus entsprechend sechs Garnisonseinheiten, davon eine Veteranenlegionäre, eine Vigiles, zwei Plebejer, zwei Leveseinheiten und dann nochmal drei Flottenverbände der Garnisonsflotte. Das sollte hoffentlich gegen die restlichen Einheiten, die er hier noch hat, ja, das wird definitiv reichen. Er hat hier nur noch einen General und ein paar angeschlagene Vigiles-Einheiten und die Leves sind jetzt nicht weiter zu fürchten. Das heißt, im Moment haben wir noch die Möglichkeit, uns entsprechend unsere Legionen weiter auszubauen. Dann einen neuen Angriff zu starten. Unser Vorteil ist, dass hier die Kantabrer ebenfalls gegen Lepidus marschieren und ihn dadurch natürlich dazu zwingen, unter Umständen seine Legionen zu teilen, um nämlich zum einen gegen uns zu verteidigen und zum anderen gegen die Kantabrer. Ich vermute mal, dass die Speere des Cesius, ist auch nicht erkennbar wie viel, aber dass die Richtung Cordoba marschieren. Und dementsprechend erhöhen sie dort den Druck. In Nordafrika hat er auch nur noch Leptis Magna und ich glaube Karthago. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Gut. Wir haben ja Pompeius beim letzten Mal etwas in die Schranken gewiesen. Unser nächstes Ziel ist hier Sardinien und Korsika, Syrakus, beziehungsweise halt Sizilien. Haben wir ja beim letzten Mal schon eingenommen und gesichert. Wir hungern nach einer Schlacht. Und auch im Norden konnten wir Bergium als eins der Kapitelziele erobern. Ihr seht also im Grunde, wir haben jetzt Bergium erobert. Das Ziel ist erreicht, 1500 an 1000, dafür, dass wir Pompeius den Krieg erklärt haben und wir benötigen noch zwei Provinzen. Das ist also das nächste Ziel. Der Schluss der Provinzen oder Aufschluss, wie auch immer. Okay, derzeit seht ihr ja, haben wir eine Nahrungsmittelproduktion von 0. Ich werde hier noch eine Runde warten und dann mal schauen, ob ich entweder eine Villa ausbaue für plus 4 Nahrung oder dann entsprechend den Kampfplatz des Mars. Das werde ich dann kurzfristig entscheiden. Gut, im Krieg befinden wir uns mit dem Bruiki. Dann Lepidus, die Markomannen hier oben nördlich. Und Pompeius sowie die Rugier befinden sich hier ganz oben im Norden, dem heutigen Mecklenburg. Vorpommern, dann Teil Brandenburg müsste das auch noch mit beinhalten.
Okay, gut. Dann beende ich jetzt zunächst einmal die Runde. Upgrades sind keine möglich. Okay, das werden wir verlieren. Also solche Schlachten empfehle ich euch auch immer Auto-Resolve, damit man sich da nicht unnötig lang mit auf. Bevölkerung versklaven. Achtet aber bitte immer darauf, dass ihr nicht jede besiegte Armee auch versklavt, denn dann habt ihr irgendwann tatsächlich Probleme mit Sklavenaufständen. Schaut euch gelegentlich immer mal wieder in der Statusleiste eurer Siedlungen an. Beziehungsweise in den Provinzen könnt ihr das ja machen, wie hoch die Unruhe durch Sklaverei ist. Damit sind die Markomannen auch schon vernichtet. Okay, wir haben jetzt den Status Octavians Rom erlangt. Jede Runde besteht halt eine Chance auf Bürgerkrieg. Nova Karthago sollen wir erobern, okay. Zunächst einmal werden unsere Einheiten upgraded. Öffentliche Ordnung erhöhen, ist immer gut. Ich erwarte eure Befehle. Gut, Agrigentum haben wir zurückerobert. Nahrungsproduktion weiter ausbauen. Wir hungern nach einer Schlacht. Also ich denke mal, diese Runde ich erwarte eure Befehle. Sollten wir eigentlich sicher sein. Kommandant? Das nennt ihr eine Garnison? Wir hungern nach einer Schlacht. Gut, Octavian weiter ausbauen. Und gerade mal schauen, was sich jetzt hier gut eignet.
Was ich euch auch immer wieder empfehlen kann, ist Schrecken. Ihr bekommt dadurch einen Bonus auf quasi oder die gegnerischen Armeen bekommen einen Debuff von 10% Moral. Damit eine höhere Chance zu flüchten. Dann haben wir die Legio 4, können wir noch ausbauen. Kommandant. Okay. Gut, der Blick auf die Strategiekarte. Wir werden jetzt hier nach Suebia marschieren. Die Belger ist ja, gehören ja zu unserem Klientel mit zu. Dementsprechend ist das kein Problem. Und dann werden wir dort ein wenig unterstützen. Und wir haben hier noch keltische Rebellen. Kurz schauen. Das heißt, in der nächsten Runde werde ich hier noch eine Legion aufstellen. Beziehungsweise das Aufstellen können wir auch jetzt machen. Wir hungern nach einer Schlacht. Und das Rekrutieren der Einheiten dann später. Bereit zum Kampf. Gut, die brauchen noch eine Weile, bis sie fertig aufgestockt sind. 9 Runden. Okay. Versucht er es natürlich von der Seite. Nehmt die Waffen auf gegen diese Wölfe in Menschengestalt. Lasst eure Krieger in dem Kampf ziehen. Wo sind die? Okay, das ist wieder eine strategische Überlegung. Also es wäre durchaus möglich, dass wir jetzt den Quaden den Krieg erklären und würden dann statt über Magna Germania dann über Herkynien Richtung Suebien marschieren. Hätten dann allerdings noch die Semnonen im Weg, die uns gegenüber allerdings auch sehr unfreundlich eingestellt sind. Verlangen wir aber etwas mehr Geld für.
Okay. So, wie sieht's denn überhaupt aus? 70%. So, wir werden jetzt leider erstmal jede Runde Verschleiß erleiden. Ich habe an Bergium tatsächlich gerade nicht gedacht. Und dann wird das Elendsviertel ausgebaut. So, wir haben ja noch aktive Missionen. An sich die Einnahmen sehen ganz gut aus, das passt schon. 4836 Sesterzen Einkommen durch Export. Okay. Zehn Runden haben wir noch, Nova Carthago einzunehmen. Und wenn wir jetzt einmal in die Belagerungstechnologien einsteigen. Uns hier Panormus zurückholen. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Gut, den Angriffsbonus und die Bewegungsreichweite erhöhen. Hier hatten wir jetzt Schiffsbauer, dort kommt der Militärhafen hin. Jetzt hier noch okay, eine Flotte wäre besser. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Die Flotte versammeln. Gut, und oben im Norden hatten wir ja auch noch eine Armee stehen. Das müsste diese hier sein, Legion 9. 30 Mann. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm! Okay.
Das war klar mit dem Verschleiß. Oh, das ist auch gut. 5% Moralbonus. Dann werden wir jetzt zunächst mal uns anschauen, wie das hier überhaupt ausschaut. Plus 13, plus 2, minus 3. Hier müssen wir auf jeden Fall mal langsam tätig werden. Gut, dann zunächst mal die Nahrung ausbauen. Ja, nächste Runde ist der Tempel fertig, dann sollte das auch ausreichend sein. Okay. Gut, dann verstecken wir ihn mal. Familienangelegenheit. Schauen wir uns die Provinzen an. Langsam müssen wir wieder aktiver werden, was die Finanzen angeht. Denn wie ihr seht, haben wir jetzt gerade mal etwas über 4000 pro Runde an Einnahmen. Gut, nächste Runde sind neue Gebäude fertiggestellt. Das ist okay. Schauen, was sich alles ausbauen lässt. Wichtig ist zunächst einmal darauf zu achten, dass gerade weil wir derzeit keinen wirklichen Nahrungsüberschuss erwirtschaften, dass wir möglichst erstmal nur Gebäude ausbauen, die keine Nahrung kosten, aber zum Beispiel die Wirtschaft erhöhen, wie hier. Minus 2 öffentliche Ordnungen in Brundisium, das geht noch. Wir haben derzeit plus 7. Das solltet ihr auch immer mit einkalkulieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit am Forenmacher 100 Wohlstand durch Manufaktur, 10% Wohlstand aus Almhandel, 5% Wohlstand durch Landwirtschaft. Landwirtschaft haben wir aber hier nicht allzu viel gerade. Bergbau. Und Manufaktur, Industrie. Okay. Juwelier. Der Rest ist okay. Ihr seht ja, hier haben wir jetzt minus 9 pro Runde. Das liegt daran, dass Lepidus plündert. Dementsprechend werde ich jetzt hier mal ein wenig meine Einheiten schieben. Die reichen eigentlich. Okay. Gut, dann
ist diese Runde auch schon fertig. Dann bedanke ich mich zunächst einmal fürs Reinschalten. Die nächste Folge wird morgen dann entsprechend hochgeladen. Und da werden wir dann schauen, dass wir zum einen unsere Vormachtstellung weiter sichern und gegen Nova Carthago marschieren, um Lepidus noch einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Und oben im Norden, hier in Germanien, müssen wir uns auch anfangen weiter auszubreiten. Ich habe ja nun schon eine neue Legion ins Leben gerufen, die dann Richtung Bavai marschiert. Hier in Bergium müssen sich zunächst einmal unsere Einheiten erholen. Danach, sofern dies dann noch notwendig ist, wenn die Belger nicht uns zuvorkommen und diese Provinzen hier Kalankorum beispielsweise einnehmen, werden wir gegen die Semnonen marschieren. Und hier unten im Süden haben wir immer noch Pompeius als erbitterten Feind, der sich hier auch gerade fleißig ausbreitet, wie ihr seht. Numidien hat er beispielsweise eingenommen. Und Iol, also den halben nordafrikanischen Teil. Und dafür wird leider Antonius weiter zurückgedrängt. Gut, soviel erstmal dazu. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und freue mich dann aufs nächste Mal.